AIMLab, Talking Science. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich werde Ihnen heute etwas über verbrannte Erde erzählen. Dazu komme ich aber noch später. Warum überhaupt verbrannte Erde? Das klingt erstmal martialisch. Nun, Erde ist natürlich, wie wir alle wissen, erstmal die Mutter allen Lebens. Wir haben gute Erde, wir haben Nil, oder schlechte Erde wie in der Lüneburger Heide, wo eigentlich bis auf ein paar Grashalme und ein paar Schafe drauf nichts wächst. So, und da geht es natürlich darum, in meiner Bachelorarbeit diese Erde aus der Lüneburger Heide auf ihre Schadstoffe hin zu untersuchen. Dazu verwenden wir die TGA-Methode. Und das bedeutet, TGA steht für thermogravimetrische Analyse. Klingt erstmal hochkompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Was machen wir? Da gibt es einen Roboterarm, der greift den Tiegel, wo die Bodenproben drin sind, die ich unter anderem hier rausgeholt habe. Legt sie auf die Waage. Diese Waage ist hochsensibel und misst im hundertstel Mikrogrammbereich. So, und verbrennt sie währenddessen. Das heißt, da wird die Temperatur über die Zeit und das Gewicht aufgetragen. Also wir haben zwei Y-Achsen und eine X-Achse, wo die Zeit entlang läuft. So, aufgrund der Gewichtsveränderung während des Anheizvorgangs verliert das an Gewicht, weil beispielsweise bei 100 Grad Celsius verdampft das Wasser und bei höheren Temperaturen gehen dann andere Stoffe raus. So, warum machen wir das eigentlich? In der Lüneburger Heide beispielsweise fährt die Bundeswehr mit ihren Panzern rum und verschießt da ganz viel Blei und anderes Zeug. Möglicherweise diese Schadstoffe, aber auch, um die Lüneburger Heide zu rekultivieren. Wir wissen, vor 2000 Jahren haben da die Germanen gesiedelt. Sie wussten es nicht besser, haben Umweltverschmutzung begangen wie sonst was. Jetzt wächst da nichts mehr. So, und wir rekultivieren das weil wir mehr Boden brauchen. Es gibt den Konflikt Teller gegen Tank, das ist ja der andere Punkt meines Studiengangs, nicht nur Umweltpolitik, sondern auch Energie. So, wir wollen Energie schaffen, dafür brauchen wir Anbauflächen. Mehr Anbauflächen, um auch mehr Mais anzubauen, um diese dann unseren Autos zu verbrennen oder auch unsere Kraftwerke anzutreiben mit Biomasse beispielsweise. Dafür müssen natürlich Feuer gelegt werden. So, dafür brauchen wir etwas Brennbares, dafür brauchen wir den Boden wiederum. So schließt sich der Kreis und wir wollen möglichst auf lokaler Ebene diese Schadstoffe analysieren, rausfinden, was da eigentlich im Boden ist, diese entsprechend rausziehen, um dann von lupenreinen Demokratien wie Russland nicht mehr abhängig zu sein oder auch anderen Diktaturen wie Saudi-Arabien und uns, weil regenerative Energie ist auch immer Demokratie. Das darf man hierbei nicht vergessen und darum geht es auch letztendlich in meiner Arbeit. Vielen Dank.